Moin Leute, herzlich willkommen zum nächsten Daily Vlog, doch aus dem zweiten Wohnzimmer. Wir haben es immer noch, upsala, hier kippen wir fast über, den 9. Dezember. Ich fange schon mal an aufzunehmen heute, für das Video morgen sozusagen. Bin aber ein bisschen stolz. Wir haben es aktuell 15 Uhr, also kurz vor 15 Uhr. Und was soll ich sagen? Hier liegt nicht ein Bong mehr. Ich habe gerade eben durchgezogen. Und ihr seht das, glaube ich, ne? Dieser Stapel ist größer als ich. Der ist in 4 Lagen sozusagen bis hier vorne. Ich habe alles abgearbeitet. Stand 9. Dezember, 15 Uhr, alles, was bis jetzt bezahlt ist, durch. Das heißt, ich würde mich sogar so weit aus dem Fenster lehnen, wenn ihr noch was zu Weihnachten braucht. Sei es jetzt Hoodies, wie gesagt, das Ding habe ich nicht geschafft, Leute. Kommt aber noch, sei es jetzt Tassen oder ihr wollt noch Öl haben. Nächste Woche safe. Ich bin sowas von einem Plan, ne? Dadurch, dass ich jetzt wirklich, ich gehe so geil ins Wochenende rein, weil ich weiß, ich habe hier alles erledigt. Ich werde heute jetzt noch das ganze Zeug noch verräumen, dass ich weiß, was ich im Bestand habe, das nochmal aufnehme und dann sollten wir safe sein. Ich habe noch genug Tassen da, ich habe genug T-Shirts da. Wenn ihr da zu Weihnachten nächste Woche noch was haben wollt, ich sag mal, wenn ihr bis zum 15. bestellt, habt ihr... Das ist der Donnerstag, da bin ich mir eigentlich zu 100% sicher, dass das noch ankommt. Dann liegt es nur an der Post. Ich weiß aktuell nicht, wie lange sie brauchen. Das ist nämlich auch das nächste Problem hier. Ich habe die Post bestellt, habe eigentlich angegeben von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr. Wir haben es 15 Uhr. Der Postmann war schon hier, der normale Post-DHL-Mann. Und mit dem habe ich kurz gequatscht und der meinte, naja... Wenn der jetzt nicht kommt, anscheinend kommt hier keiner mehr. Kotzt sich richtig ab, ne? Weil das soll raus hier. Hält er nochmal an, um 16, 16.30 Uhr macht er Feierabend. Solange würde ich mir jetzt hinsetzen und hier warten. Ich hoffe, dass der sein Wort hält, weil ansonsten geht das erst Montag raus. Ihr seht das, da kriege ich nicht den Kofferraum weg. Die zeigen mir einen Vogel, wenn ich damit jetzt irgendwie an der Packstation, vor allem die haben ja unsere Post geschlossen. Gemeinde Brieselang, die schlechteste Gemeinde Deutschlands, außer ihr habt eine andere, hat keine Post mehr mit 14.000 Einwohnern. Das heißt, ich kann das nicht mal wegbringen, müsste in die nächste Stadt fahren. Ja, bringt alles nichts. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze jetzt noch eine Stunde, also ich sitze jetzt nicht rum, ich verpacke das jetzt hier noch alles, lege das zusammen. Bin ein bisschen stolz, wollte ich mit reinnehmen. Wir sind dabei, wir schaffen das. Bis später. Moin, Leute! Immer noch gleicher Vlog, einen Tag später. Ich muss euch das heute mal so zeigen, da könnt ihr das sehen. 10.12., 9.45 Uhr. Ich bin heute um 6.30 Uhr aufgestanden, liebe Leute. Heute war wieder Podcast Monday, hätte ich fast gesagt, Podcast Morning. Und ich habe das ja letztes Mal schon mitgefilmt, deswegen habe ich heute keine Kamera angemacht. Ein sehr guter Podcast. Eigentlich heute alles bedient. Agrar, politisch. Wir sind nochmal auf die komische Show da von 3 nach 9 Uhr, wie das vom NDR da heißt, diese Mistsendung. Mit Sky Dumont sind wir kurz drauf eingegangen. Wir haben fachliche Themen, wir haben viel Spaß mit dabei und wir haben wieder... Ja, familiäre Themen. Bisschen Gaming. Eigentlich, wir haben super viel abgedeckt. Geht anderthalb Stunden, glaube ich sogar. Kommt morgen raus. Werdet ihr morgen sehen. Das Video kriegt ihr heute. Ja, jetzt befinde ich mich auf dem Weg zum Einkauf. Wir bekommen morgen Besuch für Twitch-Zuschauer. Alter, ist mir super unangenehm. Habe ich im Podcast auch erwähnt, ne? Kostüm fällt schon wieder aus. Wir bekommen morgen Besuch von Nadines Schwester. Die werden auch schon die ganze Zeit da sein. Und ich würde es halt super unhöflich finden. Wir haben die Gäste, ne? Und ja, ich quatsch die ganze Zeit. Es fällt gerade einfach kacke. Sonst haben wir das immer auf den Samstag gelegt. Diesmal ist ein Sonntag. Sonntag ist immer Kochstream-Time. Aber als kleine Entschädigung werde ich heute mit euch kochen. Und ich werde auch morgen dann mal ab und zu die Kamera rausholen. Weil so zwischendurch mal mitgefilmt geht ganz gut. Das heißt, wir widmen uns die nächsten 2 Tage. Und das haben sich super viele Zuschauer gewünscht, meiner Berufung, bin ja gelernter Koch, mein Hobby und meiner Leidenschaft, dem Kochen. Heute werden wir ein kurzes Ding machen, ich weiß schon, was das gibt zum Mittag, lasst euch überraschen, ihr werdet schmunzeln. Ich würde mich aber auch freuen, wenn der ein oder andere das ausprobiert und mir mal sagt, wie ihr das findet. Ne? Vielleicht gibt es welche, die das nachkochen wollen. Heute ist eine ganz easy Sache, 5 Minuten, ein 5-Minuten-Gericht werdet ihr aus eurer Kindheit kennen, mehr will ich noch nicht spoilern. Wir sehen uns gleich in der Küche wieder. Ich freue mich und ich merke, wie ich von Tag zu Tag aktuell mehr Bock auf dieses Format habe. Ne? Ja, und ich habe Wochenende. Ich muss nicht auf Arbeit heute. Alle, die gestern noch bestellt haben, gestern Abend, naja, shit happens, ne? Kriegt er denn Montag. Haut rein, bis später. So, Freunde, herzlich willkommen in meiner kleinen, aber feinen Küche.
Ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir fangen an. Erste Sache ist bei mir hier in der Schublade. Ich habe mal vor ein paar Jahren von meiner Mama und von meinem Papa ein Rezeptebuch geschenkt bekommen, wo alle Rezepte aus meiner Kindheit drin stehen. Das erweitere ich aktuell natürlich mit allen Rezepten von mir. Ne? Das ist ganz cool, weil man das wieder weitergeben kann. Ob es das gleiche Buch ist oder man das neu abgeschrieben hat, ist ja egal. Ne? Und da haben wir eine Sache, die wir heute machen, Rezept von mir. Wir werden zusammen für die Familie, die gleich nach Hause kommt, die sind gerade bei der Schwester von Nadine Lebkuchenhäuser bauen, Grießbrei. Wir machen Grießbrei, Alter. Kein Scherz. Das Rezept ist eine 10 von 10. Ich verspreche euch das, wenn ihr das von Oma, Opa so richtig alten Grießbrei kennt. Oder vielleicht sogar noch aus dem Kindergarten früher. Der schmeckt genauso. Wir hüpfen rein. So, Freunde, alles vorbereitet. Wir brauchen 80 Gramm Weichweizengrieß. Ich weiß, das sind 83, das tut nicht so weh. Ne? Wir brauchen gleich eine Prise Salz. Wir brauchen 2 Esslöffel Zucker und ein kleines Päckchen Vanillezucker. Das habe ich hier drin schon. Wir brauchen 800 Milliliter Milch, wir brauchen Butter und wir brauchen ein Ei. Bei Butter war krass beim Einkaufen, ne? Also nicht wundern, warum ich Frau Antje kaufe. Es gibt keine deutsche, ich kaufe immer diese deutsche Markenbutter ansonsten. Ausverkauft, es gibt keine Butter mehr und wenn so ein Block kostet 3 Euro noch was. Das ist schon teuer, ne? Mich würde mal interessieren, was beim Landwirten ankommt hinten raus, ne? Ach, naja. Jedenfalls haben wir dann alle. Haben wir hier nochmal aufgeschrieben. 800 Milliliter Milch, Weichweizengrieß. Wir brauchen Zucker, Salz, Ei und Butter. Das ist alles, was wir benötigen. Dann ganz einfaches Ding. Herd schon mal an. Die Milch kommt rein. Ich hoffe, wir bleiben in der Zeit, aber das ist ein super schnelles Gericht, glaubt mir. Wenn die Milch gleich gekocht hat, dauert der ganze Spaß noch 5 Minuten und der Milchrest ist fertig. Ne? Super easy. Milch zum Kochen bringen. Zucker kann schon mit rein. Zack. Dann eine Prise. Prise heißt zwischen den Finger rein. Denn Salz auch in einem süßen Gericht hebt den Geschmack. Ne? Deswegen immer an einem süßen Gericht ein bisschen Salz mit dran. Das ist ja 10 von 10. Weichweizengrieß, nicht wundern. Die Schale nehmen wir gleich noch fürs Ei und für die Butter. Kurzer Break. So Leute, ich hoffe, der Winkel ist okay. Ich wusste nicht, wo ihr sonst kurz hinstellen soll. Ich brauche die beiden Hände, ne? Ich glaube, ihr seht aber alles, ne? Kochtopf, Milch ist an. Muss auf jeden Fall einmal aufkochen. Wir können in der Zeit schon mal die Butter. 25 Gramm einmal abmessen. Dafür nehmen wir uns einfach den schönen Block. Zack. Zack. Schneiden uns mal runter. Mal gucken, was wir treffen mit dem Stich. Ich glaube, das ist zu viel. Mal gucken, wie viel wir treffen. Oh. Ah, ist 34. Ist zu viel. Hier ist noch ein bisschen was dran. Kladderadatsch. 22. Leute, das ist vollkommen okay. Ich will die ganze Zeit schon in der Chat sagen. Denn für die, die es nicht wussten, ich mache Kochstreams. Diesen Sonntag mal wieder nicht, aber warte mal kurz. So, diesen Sonntag wieder nicht, weil wir Besuch haben, aber die letzten Jahre habe ich ganz gute Kochstreams gemacht. Die Position habe ich zwar nicht, ich habe hier zum Beispiel, falls ihr das sehen könnt, einen Kamerahalter drunter, ne? Da habt ihr dann immer die Sicht genau drauf. Ich wollte aber was Neues probieren für YouTube, dass wir ein bisschen andere Sicht bekommen. Ja, jetzt warten wir, dass das hier einmal anfängt zu kochen. Nicht vergessen, schon ein bisschen rühren, ne? Ihr habt ja den Zucker, Salz schon, den Zucker und das Salz schon drin. Und wie gesagt, einmal sprudelnd aufkochen. Das Ei zeige ich euch gleich, was wir damit machen. Und genauso, wir brauchen, ja, wenn ihr einen Schneebesen habt, einen elektrischen oder hier so einen Handmixer oder so, wäre gut. Wenn nicht, müsst ihr per Hand aufschlagen, ist natürlich ein bisschen mühseliger. Die Milch kocht. Jetzt machen wir eine Sache. Wir nehmen sie runter, machen den Grieß rein, rühren das einmal um und kochen das nochmal ganz kurz auf. Einmal nochmal aufkochen. Jetzt seht ihr schon, das schlägt Blasen. Genau jetzt nehmen wir es runter. Ihr macht einen Deckel drauf. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen haben. Ja, mein. Deckel rauf, ui, aufpassen. Herd aus und stellt einen Timer auf 5 Minuten. 1, 2, 3, 4, 5.
5 Minuten dauert der Spaß jetzt, bis das da drinnen fertig ist. In der Zeit bereiten wir aber eine Sache schon vor. Nicht wundern, ich kenne das noch aus meiner Lehrzeit, wie ich gleich Eier trennen werde. Das ist anders, als wie ihr das zu Hause macht. Ihr macht das wahrscheinlich in der Eierschale. Dadurch, dass wir in der Gastronomie immer viele Eier trennen mussten, zeige ich euch mal einen Trick, wenn ihr keine Angst habt vor Lebensmitteln. Und zwar Ei hier rein. Wirklich alles raus aus der Schale, was geht. Und dann nehmt ihr das Ei und lasst es immer so ein bisschen von Hand zu Hand. Und habt schön das getrennte Eichen, ne? Dürft da natürlich keine Berührungsängste zu Lebensmitteln haben. Einmal kurz Hände waschen. Einmal kurz Hände abtrocknen. Das packen wir uns beiseite. Das brauchen wir als erstes gleich. Dann machen wir mal die Waage aus. Ich hoffe, das klappt von der Zeit. Aber ich glaube, ich mache das ziemlich schnell gerade. Schreibt mir mal in die Kommentare rein, wenn ihr bis hier geguckt habt, wie ihr das findet. Ob das euch zu schnell ist, ob das okay ist. Ich muss natürlich gucken, dass ich in der Zeit bleibe. Morgen zum Beispiel, dann habe ich schon mal Feedback für morgen. Morgen würde ich gerne mehr kochen sogar, weil wir, wie gesagt, Besuch haben. Wir machen eine Vorspeise, Hauptgang und Dessert. Ich muss mal gucken, wie ich das hinbekomme. Werdet das sehen. Und eine Sache ist gerade gekommen. Das wird der erste Vlog sein. Alter, vor 2 Tagen bestellt, ohne Expressversand, heute da. Cyberport kriegt von mir eine 10 von 10. Unbezahlte Werbung, habt ihr gut gemacht. Dankeschön. So, schnell das hier schaumig schlagen. Und ich würde sagen, ihr kriegt einen kurzen Cut oder Zeitraffer, das dauert eine kurze Sekunde. Das wart, Leute. So, ab in die Spüle damit. Kleiner Tipp, wisst ihr, wann das fertig ist? Könnt ihr das sehen? Eischaum. Wenn ihr euch das rückwärts über den Kopf halten könnt, dann ist Eischaum fertig. Ganz kleiner Tipp. Wenn das nämlich rausläuft und euch voll auf die Kappe oder auf die Nasenspritze tropft, dann wisst ihr auf jeden Fall, war zu früh. Das packen wir beiseite. Kurzer Cut, denn wir haben noch von den 5 Minuten 2 Minuten. Die Zeit sparen wir uns. Bis gleich. Das war's. 5 Minuten um, Leute. Topf habe ich mal hier hingenommen, weil ihr es hier besser seht einfach. Ne? Einmal den Deckel ab. Jetzt rührt er das einmal um. Ihr werdet nämlich merken, dass dieser Grieß sich abgesetzt hat und oben das noch ziemlich flüssig ist. Ne? Deswegen einmal vorsichtig, nicht mit zu viel Kraft, sonst spritzt euch das alles entgegen. Was ich euch dazu noch sagen muss, ist, wenn ihr das ein bisschen fester mögt, so ein Grießbrei, macht da 750 Milliliter. Wenn er das doch so ein bisschen normal bis flüssig mögt, also flüssiger, nicht flüssig, aber flüssiger, dann macht er 800 so wie ich. Ne? So, als erstes Ei und Butter rein. Und direkt unterheben. Dadurch merkt er, das wird schon so ein bisschen fester. Ne? Dass man das sehen kann, ich zeige euch das gleich noch von der Konsistenz. Und dann rührt er ein und nicht vergessen, das ist noch kochend heiß. Ne? Beobachtet den ruhig mal, wenn er abkühlt, weil wenn er abkühlt, wird er natürlich bei Weitem fester. Also auch meiner ist dann so fest, dass du den schneiden kannst. Ne? Aber wenn der warm ist, mag ich das, wenn das noch ein bisschen flüssiger ist. Ne? So, und jetzt muss schnell gehen. Ihr nehmt den Eischnee. Am besten habt ihr noch ein Paddel oder sowas. Oh, ich habe da eben so ein cooles kleines Ding hier verräumt. Hier, zack, ein kleines Paddel. Einmal rein. Und das dauert einen Moment, ne, das hier unterzuheben. Dieser Eischnee macht, dass das wirklich, also ohne Mist, ihr seht es glaube ich hier schon, es ist so super fluffig. Ne? Also es ist eine 10 von 10, es schmeckt wie bei Oma. Schmeckt wirklich wie bei Oma. Ne? Oh, so. So Leute, wie gesagt, immer schön dran denken, der ist kochend heiß noch, ne? Von der Konsistenz her. Ich nehme mir mal ein Löffelchen. Zack. Dann könnt ihr mal sehen, der rutscht vom Löffel. Aber wenn der jetzt zu fest wird,
Das hat eine 10 von 10. Die Familie müsste gleich kommen. Die müssten eigentlich jeden Moment auf den Hof fahren. Ah, Schleckermäulchen, ne? Und ich würde sagen, der erste kurze Kostüm. Das wurde sich wirklich gewünscht. In den, haben wir irgendwo besseres Licht hier? In den Kommentaren, ob man nicht mal... Der kommt vom Feierabend, der guckt auf meine Kostüms, der Zuschauer. Und ob ich so kurze Gerichte habe, die wir mal schnell zeigen. Hier ist eins für die Schleckermäulchen. Dazu schön Apfelmus oder Zuckerzimt. 10 von 10, Leute. Ich mache mir jetzt an den hier. Freue mich, das Video gleich zu schneiden. Bin echt gespannt. Muss noch ein bisschen aufpassen. Lag ein bisschen draußen. Will noch warten, dass der Raumtemperatur bekommt. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. In alter Frische. Ich hab Bock. Ihr bleibt gesund. Lasst gerne einen Like und ein Follow da. Und wir sehen uns. Haut da rein. Tschüss.